Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ach, das hier ist komplett mit Klebeband eingewickelt. Wirklich komplett. Vorsicht, Glas steht vorne drauf. Ein Fanpaket. Ein Fanpaket. Jawohl, ich freue mich total. Ich bin schon wieder total happy. Ach, ich sag euch das. Ja. Nicole schrieb mich vor ein paar Tagen an und sagt, hey, da kommt was für dich. Und ich so, cool. Und so ist es auch. Hier ist es. Und jetzt packen wir das mal aus. Ich bin total, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich freue mich tierisch. Also wirklich, ich bin richtig, richtig, richtig gespannt. Ihr hoffentlich auch. Na, ich liebe Fanpost. Fanpost ist Liebe. Fanpost ist Liebe. Ja, das kann man so sagen. Fanpost ist wahre Liebe. Und ich liebe Fanpost. Ich liebe Fanpost. Und deswegen packe ich jetzt diese Fanpost aus. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch sehr gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich kriege das auf. Geht das hier auf? Ist das die Stelle, wo man das öffnet? Ja. Ich habe mal wieder geschnitten wie ein Weltmeister. Das immer so schaffe. Oh, nee. Oh. Also, zuerst einmal das Briefchen. Ein kleines, süßes Briefchen. Huch. Hallo, Mike. Mach bitte weiter so tolle Videos. Hier sende ich dir ein kleines Päckchen und ich hoffe, du kannst dich dran erfreuen. Liebe Grüße, Nicole. Ich habe schon was gesehen und ja, ja, durchaus. Weil, komm mal, wir haben Verpackungsmaterial. Ja, wir haben Verpackungsmaterial und wir haben Verpackungsmaterial und wir haben hier noch mehr Verpackungsmaterial und ich habe hier auch noch, das ist auch Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial. Entschuldigung. Boah, das finde ich richtig, 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 richtig stark von dir schon wieder. Das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist der Hammer. Also fangen wir mal mit Schokolade an. Schokolade ist immer gut. Ihr kennt mich. Und Nicole, du kennst mich offensichtlich sehr, sehr gut. Warum eigentlich? Denn, hallo, Lind, hello? Ja, hallo, steht ja sogar drauf. Caramel Brownie Schokolade? Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist ja übel. Finde ich total geil. Die finde ich richtig, richtig geil. Ich kaufe mir die selber eigentlich nie, weil die ist mir zu teuer. Da bin ich tatsächlich zu geizig zu. Aber auf die Art und Weise, ach ja, schön. Hm. Schoki, ja, das ist schön. Und es geht auch gleich so weiter. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann sehe ich ganz bestimmt... Oh ja. Ja, kennt ihr? Kinderkarts. Kinderkarts, kennt ihr nicht? Doch, kennt ihr. Ist neu, ist relativ neu. Na, und ist hier so mit Waffel und mit Schokolade und innen mit Creme. Die Creme der Creme. Ihr wisst, wir lieben alle die Creme der Creme. Und hier ist die Creme der Creme drin. Finde ich auch total geil. Freue ich mich auch tierisch drüber. Ja. Ja. Und wenn ihr jetzt glaubt, das reicht jetzt. Oh, jetzt hat er Süßigkeiten für die nächsten 3 Wochen. Wenn es so einfach wäre. Wenn das Mann überhaupt diesen Tag hier überlebt. Naja, doch, diesen Tag wird sie sicherlich überleben. Ich werde nicht alles aufmaschen. Aber ich kenne mich. Ich bin bei sowas maßlos. Leider, 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 ja. Ich weiß. Aber so ist das Leben. Und Maßlosigkeit ist Teil meines Lebens. Ja. Ach, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Dieses Paket ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen einfach mal hier an. Ich meine, ich habe ja schon angefangen. Nein, ich fange ja nicht nochmal an. Ja. Sailor Dings. Welche ist das denn? Sailor Venus vielleicht? Bestimmt irgendwie? Sailor V, das ist doch auch, glaube ich, die vorher diese Schauspielerin war, ne? Die Sailor V gespielt hat, irgendwie gab da... Ich kenne mich da nicht genau aus. Ich habe das damals teilweise geguckt, weil ich das toll fand. Ja, ich mochte aber damals... Guck mal, damals gab es Captain Future und so und das sah halt genauso aus wie Captain Future, von der Optik her. Und das fand ich toll, ne? Außerdem, ne? Wer könnte dem nicht verfallen? Eine Anime-Serie mit vielen hübsch gezeichneten Mädchen. Ich glaube, das ist Sailor Venus, aber wahrscheinlich liege ich da komplett falsch. Ich habe keine Ahnung. Finde ich ganz niedlich. Und eine Sailor habe ich tatsächlich noch nicht im Schrank. Die wird auf jeden Fall ins Regal kommen. Huch, wenn sie denn steht. Sie ist... Solange man sie nicht anfasst und anguckt, fällt sie nicht um. Das finde ich schon mal schön. Wir haben ja auch noch ein Mystery Mini hier drin. Cool, der kann sogar den Kopf drehen. Der sieht ja auch so aus. Das ist wieder so ein Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann. Schaut mal. Von Five Nights at Freddy's. Und ich glaube, das ist sogar Freddy selber in irgendeiner seiner Horrorgestalten. Ja, aber auch da stecke ich nicht in der Materie. Aber ich finde die Optik fantastisch. Ja, schaut euch den an. Und er kann den Kopf drehen. 360 Grad mehr. Der sieht auch schon richtig schön schimmelig aus. Finde ich gut.
Gefällt mir. Passt zu meiner tiefschwarzen Seele. Wir haben auch noch ein Mystery Mini. Haha, schaut mal. Der Kollege kommt auch mit Sicherheit von Five Nights at Freddy. Und das ist eindeutig einer, der zu viele von meinen Videos geschaut hat und deswegen so... Silent Mike Videos! Oh, Silent Mike Videos! Ne, so guckt er, wenn es keins gibt. Dann ist er total am Arsch. Am Ende. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gemacht, ich bin brav. Das ist der Wahnsinn. Das kannst du nicht machen. Ich freue mich richtig derbe über dieses Paket. Ich sag euch das. Die drei Minis waren der Hammer, die zwei Sachen da waren der Hammer und jetzt kommen Hammer, 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 Hammer Sachen. Und zwar... Boah, ist das toll! Das ist so richtig... Das ist der Wahnsinn. Ich kriege hier Hitze-Einschuss und so und Milcheinschuss und was nicht alles, weil ich mega begeistert bin. Das ist der Wahnsinn. Schau mal! Eine Masters of the Universe Hörspielkassette? Der Baum der sterbenden Zeit? Ich weiß gar nicht, ob ich die vielleicht sogar diese Folge schon habe. Aber das macht nichts. Ne? Denn davon kann man nie genug haben. Die sind nämlich cool. Ne? Und, ja, Mechaneck und das Erbe des Grauens. Huch. Die Kassette hat's überlebt. Keine Panik. Alles ist gut. Freue ich mich auch derbe drüber. Auch wenn sie mir runtergefallen ist. Das ist... Ich werde nervös. Da ist Finger und Kraft und so. Ich halte die jetzt richtig fest, keine Sorge. Das Zauberschwert des Bösen, Folge 33. Großartig. Richtig, richtig geil. Dankeschön. Es ist der Wahnsinn. Hammer. Hammer. Alter Schwede. Nicole, das ist... Du weißt, ne? Hier, du... Also, ne, mir fehlen nicht die Worte. Ich bin mega begeistert. Das ist der Wahnsinn. Diese Masters-Kassetten, ja? Ich habe da lange noch nicht alle von. Es ist für mich, das ist ein Stück Kindheit und ich liebe sie sehr und ich feiere das sehr. Ich danke dir recht herzlich, auch wenn mir jetzt eine runtergefallen ist, aber die Kassette ist ja hier oben geblieben. Im Staub liegt nur die Hülle, das kriege ich gleich wieder hin. Die hole ich nachher wieder hoch. Na, und Wahnsinn, echt, echt toll. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist der Hammer. Und wir sind lange noch nicht am Ende. Krass. Wir haben hier... Oh, das ist sogar eine von den roten Kassetten. Ich habe noch gar keine rote Kassette von denen. Das ist... mit dem hochprofessionellen Cover, die drei Fragezeichen und die Rache des Tigers. Ich weiß gar nicht, ob da noch Peter Passetti als Sprecher ist. Ich weiß gar nicht, wann der aufgehört hat. 58 oder 68, irgendwie sowas. Glaube ich. Ich erinnere mich aber nur sehr dunkel daran. Dass Peter Passetti für mich eindeutig Alfred Hitchcock, der Sprecher für die drei Fragezeichen. Jetzt war ja der Fritsch lange Jahre. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch spricht. Ich habe die ganz neuen Folgen gar nicht mehr gehört, aber ich liebe die alten Folgen, vor allen Dingen in der alten Tonabmischung mit der Musik von Carsten Bohn. Ich weiß nicht, ob die noch die Musik von Carsten Bohn hat, das werde ich aber rausfinden, da freue ich mich auch richtig drauf. Es ist toll, es ist ganz, ganz toll. Wir haben noch mehr Fragezeichen, wir haben der schwarze Skorpion. Wo stammt die her? Kann man nicht sehen. Sieht aus wie so ein Verleihding, hier ist so ein Verleihding auf der Rückseite. Der schwarze Skorpion. Folge 120, das sind dann schon die recht neuen Folgen, obwohl wir sind, glaube ich, kurz vor Folge 200 oder haben gerade die Folge 200. Ja? Und das Geile ist, die Folge 200 geht zurück zur Folge 5, der Fluch des Rubin, denn die neue heißt das feurige Auge oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sie gehen zurück nach Plashiba. So, irgendwie. Dann haben wir hier Folge... Finde ich interessant, diese was hier, Stadtbibliothek. Das ist aus der Stadtbibliothek Karlsruhe. Da konnte man die ausleihen, das finde ich ja witzig. Der das ausgeliehen hat, ist nicht zurückgespult. Böse. Pistenteufel. Ja, du Pisten. Richtiger Teufel. Finde ich auch super. Ach, drei Fragezeichen ist auch so schön. Ich sag euch das. Das ist der Wahnsinn. Ach, das ist der echte Hammer. So, dann haben wir noch Späte Rache, Folge 69. Und, huch, Stimmen aus dem Nichts. Folge 76. Auch richtig schön. Na, irgendwann endet das mit den Covern von der Eiger Rasch. Oder dem Eiger Rasch, ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall haben die Cover später von einem anderen Künstler. Ich glaube, das könnte sogar schon ein neueres sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Na. Ach, auch ganz toll. Drei Fragezeichen. Echt. Das wird wieder schön, die zu hören. Ich freue mich da richtig drauf. Na, ich kenne die meisten Folgen schon, aber ich freue mich richtig drauf, die auf Kassette nochmal wieder zu hören. In meinem Kassettenrekorder schön beim Einschlafen. Da fallen mir glatt die Minis um.
das ist echt der Wahnsinn. Ich finde das ganz, ganz toll. Und wir sind noch nicht durch. Wir haben noch mehr, denn wir haben noch, oh ja, richtig schön, Folge 1 und Folge 17. Und auch das ist eine Besonderheit, denn Folge 1 bis 100 sind aktuell im Handel gar nicht zu erstehen offiziell. Ne, denn die TKKG-Geschichten sind ja politisch nicht ganz korrekt. Ne, da wird viel Racial Profiling gemacht. Ne, also wenn du irgendwie Ausländer bist, bist du schuld. Wenn du ein Punker bist, bist du schuld. Wenn du eine schiefe Nase hast, bist du schuld. Oder eine Narbe, dann bist du eindeutig immer schuld bei den drei Fragezeichen. Bei TKKG, bei den Fragezeichen war das anders, aber bei den TKKG. Ne, außerdem ist Tim bzw. Tarzan ja doch ein ziemlicher Rowdy und ja auch mobbt er ja seine Freunde ganz schön derbe, ne? Und das Mädchen, das muss immer zu Hause bleiben, ist ziemlich heutzutage nicht mehr ganz so zeitgemäß, das Ganze. Ja, wir leben in einer anderen Welt als früher, eindeutig. Und diese wunderbaren Kassetten bringen mich zurück in diese alte Zeit. Nicht alles war immer gut, aber es hat Spaß gemacht, das zu hören. Gerade als Kind war das natürlich toll, weil man den Erwachsenen immer Paroli geben konnte, na, wenn man so war wie Tarzan. Das war immer super. Ja, und da freue ich mich auch drauf. Also, ja, Doppelgängerin, ich glaube, die Folge habe ich tatsächlich auch noch gar nicht als CD oder Kassette gerade. Die ist die erste Folge, die habe ich tatsächlich auch schon. Jagd nach dem Millionendieben. Aber das macht nichts, ich freue mich trotzdem tierisch drüber. Das ist super, ganz großartig. Was haben wir noch? Oh, da ist sogar was Gezeichnetes drin, da kommen wir gleich zu. Erstmal machen wir hier weiter. Wir haben hier Mystery Stories. Ich bin der Sturm von Wolfgang Holbein. Ich bin der Sturm. Tach, ich bin die leichte Brise. Dracula von Bram Stoker und H.G. Francis, das Sterntorplanete. H.G. Francis ist für mich der Wahnsinn. Der hat damals die Gruselhörspiele gemacht und der Typ ist echt der Hammer und Wahnsinn. Ist das noch eingeschweißt? Sag mal. Boah, ist noch eingeschweißt? Ich hab's auch noch gar nicht gezeigt. Schaut mal hier. Verschiedene Geschichten. Ich weiß nicht, ob es Hörspiele sind oder Lesungen. Es hört sich an, es könnten Hörspiele sein, weil hier verschiedene Sprecher draufstehen. Schauen wir mal. Hörspiel. Ja, es sind alles Hörspiele. Toll. Da freue ich mich auch sehr drüber. Obwohl das als Hörbuch läuft, sind das teilweise Hörspiele. Aber da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich drauf. Geil. Und oh, es wird immer besser. Dark Symphonies. Oh, interessant. Hä? Ist das der Soundtrack zu einem viele unveröffentlichte Mega-Hits und das brandneue Hörspiel Angst über London? Oh, geil. Da ist also auf jeden Fall erstmal ein Hörspiel drauf und unveröffentlichte Songs von, naja, ob nicht alle unveröffentlicht, aber von Xavier Naidoo, Deichkind, von Marianne Rosenberg, ja, auch die Jason Dark selber, Andreas Dorop, was haben wir hier noch? H-Blocks. Geil, das ist ja spannend. Das ist ja richtig spannend. 2002. Da habe ich auch richtig Bock. Da bin ich auch gespannt, was mich da erwartet. Boah, du hast hier echt richtig den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich sag dir das. Dann haben wir hier, oh ja, eine Video. Oh, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber auch da hast du gut aufgepasst. Denn ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal erwähnt habe, dass das so mit die letzte VHS war, die damals rausgekommen ist, ne? The Cell? Ich meine, da war mal irgendwas. Ich glaube, das ist der letzte Film, der offiziell noch auf VHS rausgekommen ist. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber irgendwas war damit. Ich erinnere mich dunkel dran. Den kann ich tatsächlich nicht mehr abspielen, aber das hat auf jeden Fall Nostalgie, weil ich habe keinen Videorekorder mehr und brauche auch keinen Videorekorder. Das ist, Bildqualität ist nicht mehr so, aber das zum Hinstellen ist das eine feine Sache. Das finde ich eine super Sache. The Cell, das ist eine Besonderheit auch, auf jeden Fall. Das ist super, ganz toll. Auch ein geiler Film, ein sehr unterschätzter Film auch, den viele nie verstanden haben, glaube ich. Wir machen mal weiter. Ja, die Kit Kats mit Ruby Coco Beans. Ja. Kennt ihr die schon? Nee? Müsst ihr mal probieren. Gibt's, glaube ich, jetzt überall im Handel eigentlich tatsächlich. Auch in Europa. Habe ich schon häufiger gesehen auf jeden Fall. Finde ich auch sehr spannend. Die sind rosa. Na? Und da ist irgendwie eine rote Kakaobohne dran. Das schmeckt dann ein bisschen dezenter als normal schokoladig. Habe ich schon probiert. Sind interessant. Ist ein sehr interessanter Geschmack, sagen wir es auch mal so. Also das ist ungewohnt. Man probiert das und denkt so, schmeckt irgendwie anders, als man das kennt. Na, obwohl KitKat gibt es ja in Milliarden Sorten inzwischen. Von daher auch eine super Sache, freue ich mich auch drüber. Ja, yum. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben hier noch einen Mystery Mini. Und wenn das drauf ist, was drin ist, nein, wenn das drin ist, was drauf ist, dann ist das hier offensichtlich nicht. Okay, das ist ein Geschenk im Geschenk.
Ach Nicole, das finde ich so super von dir. Echt, dankeschön. Ich freue mich so derbe. Und das ist, glaube ich, ein... Oh, ein Testral. Ein Testral. Was ist denn der Testral? Testral ist 1 zu 6. Ja, sehr schön. Ein Testral. Finde ich auch super. Gefällt mir optisch auch total toll. Das ist ein schönes Tierwesen, auf jeden Fall. Super Sache. Schaut euch das an. Der Wahnsinn. Ein Testral. Und hier ist noch ein Pint-Size Hero drin. Und es... Oh, es ist Donald. Oh, super geil. Ihr wisst hoffentlich alle, dass ich ein großer Donald Duck-Fan bin. Und speziell Phantomias auch. Und Dagobert Duck. Na, und das ist ja der Hammer. Ein Pint-Size Hero zu Donald. Oh, ich freue mich gerade richtig dolle. Das ist ja super. Oh, danke schön. Mensch, das ist so toll. Das ist der Wahnsinn. Das ist auch der coolste von denen, ganz eindeutig. Sully ist noch witzig und Wally ist noch witzig. Und das Krokodil. Aber das ist der coolste. Ich kann das nicht gut. Der kann ja sogar sprechen. Das haben viele ja gar nicht mitgekriegt. Ne? Schaut mal das Stummelschwänzchen hinten auf der Rückseite. Der Entenschwanz. Guck mal, den kann man hier oben auf den Testral drauf machen. Und dann... Nein, machen wir nicht. Wir machen nicht so komische Sachen. Gefällt mir total. Ich freue mich richtig derbe. Ich freue mich richtig, richtig derbe. Und das ist noch nicht zu Ende. Wir sind hier immer noch dabei. Und auch das hier ist der Oberhammer. Auch da freue ich mich richtig, richtig derbe drüber. Ich bin nämlich auch zusätzlich zu Donald und zu den ganzen anderen Sachen, Treffreizeichen, TKKG, Sinclair und, bin ich, und gerade Masters bin ich auch großer, großer Fan von dem Joker. Ich würde den gerne mal synchronisieren. Hätte ich auch mal Lust zu. Hätte ich auch mal Bock zu. Ja, den Sprecher zum, oder ein Hörspiel. Wenn jemand ein Hörspiel zu Batman macht und einen Joker braucht, ruft mich mal an, ich komme vorbei, ich mach das. Ja, oder ich nehme das für euch auf. Ja, finde ich total toll. Ja, Petspender kriegt man hier in Deutschland ja offiziell so nicht. Ne? Und deswegen ist das doppelt toll. Finde ich richtig, richtig geil. Boah, Nicole, danke schön. Echt, das ist der Hammer. Und wir sind noch nicht fertig. Hier sind noch mehr Sachen drin. Genau, jetzt haben wir das nämlich. Und das finde ich auch richtig schön. Oh, das ist ja witzig. Da gucke ich gleich mal drauf. Das finde ich auch richtig schön, denn du hast gemalt. Ich hoffe, das sind deine Zeichnungen. Denn du hast mir hier einen... Also ein Harry ist das nicht wirklich, oder? Obwohl doch, er hat ja die Narbe. Harry Potter. Wollte gerade sagen. Ja, aber ist eher die Version, weil der hat eine wildere Frisur. Das ist dann eher die Version aus dem Buch, weil im Buch ist Harrys Frisur immer als sehr durcheinander und wild beschrieben. Finde ich total süß. Echt klasse gezeichnet. Schön. Richtig schön. Ja. Toll. Dann, das passt mir auch sehr gut, denn ich bin ja großer Schlüsseriner. Das Logo von Slytherin. Auch sehr schön. Schön bemalt. Cool. Ich kann sowas echt nicht gut. Ne? Ich bin ja zeichnerisch, bin ich ja schon durchaus talentiert, aber ich male immer über. Ne? Das Ausmalen, da habe ich immer keine Geduld für. Das ist immer mein Problem. Ne? Oh, ist auch super hier. Guck mal, Dobby. Können wir ihn sehen? Dobby. Da ist auch wirklich gut gelungen. Auch richtig schön, das freut mich auch. Das finde ich total schön. Dann hier nochmal Slytherin und das Harry Potter Logo in der Mitte. Also das Haus Hogwarts Logo in der Mitte. Auch richtig schön gelungen. Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Das ist schön. Toll. Sowas finde ich auch schön. Also so Zeichnungen von euch, das gefällt mir auch immer richtig gut. Das ist nämlich was Besonderes. Das sind so die Dinge, die das Paket dann nochmal extra besonders machen. Das finde ich richtig schön. Da freue ich mich sehr drüber. Das kommt auch alles, das wird alles sauber weggelegt und weggepackt. Die Briefchen und die Zeichnungen, weil das ist alles... Ja, das ist so persönlich und das feiere ich sehr, wenn solche persönlichen Dinge mit dabei sind. Das finde ich toll. Deswegen freue ich mich da wirklich drüber. Ganz, ganz echt. Und dann haben wir hier, boah, das ist ja auch mega cool. Das sind drei Comics vom Free Comic Book Day von 2018, so wie es aussieht. Und da haben wir einmal Die Kitty Die. Das ist offensichtlich von Leuten, die was zu tun haben mit den Riverdale bzw. Archie Comics. Das ist eindeutig, der Style ist ganz, ganz klar Archie Comics. Ne? Oder Sabrina, Teenage Witch. Die Kitty Die, I Love You to Death. Ja, ganz toll. Ganz großartig gemacht. Freue ich mich auch. Da habe ich auch Bock, die zu lesen. Richtig, richtig doll. Cool. Sowas ist cool. Dann haben wir World's Greatest Cartoonists. Das sind dann offensichtlich so Sachen, die irgendwie ein Stück weit aus Tageszeitungen sind. Oder sowas, so sieht es zumindest aus. Oder speziell sogar hierfür gemacht. Sieht auch toll aus, schaut mal. Auch super interessant.
Und Tank Girl. Geil, Tank Girl. Kennt ihr Tank Girl noch? Gab's da sogar mal einen Film. Ne? Der war auch witzig. Das ist lange her. Aber Tank Girl ist natürlich Kult. Ja, sieht man sofort. Kult. Absolute Kult. Oh, da haben sie auch verschiedene Künstler mitgearbeitet hier offensichtlich. Guck mal, das ist doch der Wahnsinn. Hier ist sogar Alex von... kennt ihr Alex? Hier kommt Alex. Vorhang auf für seine Horror-Show. Tank Girl, finde ich super geil. Freue ich mich richtig drüber. Was für ein geiles Paket, Leute. Ich sag euch das. Ich weiß gar nicht, was ich am besten finde. Ich finde alles am besten. Richtig, richtig toll. Ich feiere echt total. Die Master, hier zeige ich nochmal Masters-Kassetten. Der absolute Wahnsinn. Das ist... Ah, du hast... Toll. Richtig, richtig toll. Danke, Nicole. Echt. Wow, mit dem Paket hast du mir wieder eine echt derbe Freude gemacht. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und ich bin mega begeistert. Dankeschön. Echt großartig. Danke, Mensch. Ach, ihr seid immer zu gut zu mir. Ganz ehrlich, ich weiß immer gar nicht, wie ich euch das zurückzahlen kann irgendwie. Also Leute, ne? Ihr habt gesehen, Nicole hat sich hier richtig Mühe gegeben. Ein wahnsinnig geiles Paket für mich zusammengestellt. Und ich kann echt nur tausendmal Danke sagen. Und ihr könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen, denn das hat sie sich absolut verdient. Und ja, ich muss hier gleich erstmal gucken, wo ich das alles unterbringe. Es ist wunderbar. Ja, das war's dann jetzt. Ich danke euch recht herzlich und nochmal vielen Dank an Nicole. Du bist echt Wahnsinn. Das ist der krasse Hammer. Ich bin mega krass begeistert. Na, und ja. Lassen wir den ganzen Quatsch mit hier Abo und so. Das kennt ihr alles sowieso in- und auswendig. Ich kann nur noch mal Danke sagen an die gesamte Community. Ihr seid der Wahnsinn mit euren Fanpaketen. Das ist unfassbar krass. Ich bin so geplättet. Mir fehlen da echt fast die Worte und das ist der Wahnsinn. Also, ich bin raus. Mehr gibt's hier heute nicht. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ach, Hammer.